willkommen zu diesem neuen Video. Heute, wie ihr gesehen habt, gehen wir in den Kobolzpark. Dort werden wir viele Sachen erleben und viel Spaß haben. Viel Spaß. So, wir sind jetzt hier und wir laufen jetzt hier runter. Da ist die Wurzelstation. In diesem Fall hier vorne. Dann laufen wir hier runter, ne? Mhm. Ich würde sagen, wir gehen hier einmal außen rum, einmal durch den Wildpark und gehen dann hier hin zurück. Und fahren dann Coaster. Jetzt gleich Coaster. Wir gucken mal, wann wir Coaster fahren. Wir zeigen euch jetzt mal den Weg, weil wenn ihr uns nur die ganze Zeit im Bild seht, ist ja ein bisschen langweilig. Ich bin mal echt interessant, wie viele Tiere wir sehen. Hoffentlich nicht diesen Greifalter, der mir auf dem Kopf gelandet ist. So, jetzt sind wir hier vorne, wo wir euch gesagt haben, da wo die ganzen Greifvögel sind. Hier mal ein kurzer Überblick. Da hinten die Eule. Das sind schöne Tiere. Die haben richtig große Krallen. Die Krallen sind wirklich extrem groß. That's all. You got.
das war's für unseren wunderschönen Tag im Kurpfalzpark. Ja, und sorry wegen den Störgeräuschen, das ist wegen der Kamera bei der Sony, oder ihr kennt es bestimmt von der Sony Alpha Kamera, bei der kleinen, also 5100, wenn ihr die noch habt. Da sind ja diese Bänder neben, wo man die Bänder für den Halsgurt dran macht. Also die haben da geraschelt, sorry, das hat man im Audio, das können wir nicht mehr rausschneiden. Gut, jetzt sind wir zurück vom Kurpfalzpark zu unserem Feedback. Also vorerst empfehlen wir beide den Kurpfalzpark für groß und klein, da es halt sehr vielfältig ist. Ja, was uns beeindruckt ist, dass dieser Park nicht nur ein ganz normaler Freizeitpark ist, sondern mit einem Naturpark, wo auch Tiere sind, die man besichtigen kann. Zum Beispiel die Greifvogelshow, die wir euch heute leider nicht zeigen konnten, weil es im Zeitplan nicht gepasst hat, aber das könnt ihr euch auch im Internet bestimmt angucken. An sich ist es sehr schön, wir waren dort auch schon öfters. Geburtstage lassen sich dort super feiern. Und die Attraktion lohnt sich halt richtig. Wenn man schon etwas älter ist, so wie wir zum Beispiel jetzt 14 ungefähr, dann lohnt sich das schon, weil der Rollercoaster schnell zu fahren oder an sich zu fahren macht halt schon sehr richtig viel Spaß. Und das ist eigentlich als Geburtstagstradition oder als, sagen wir so, Ersatz für den Holiday Park locker. Ja, und eine Sache, die leider beim Coaster, bei dem ersten Alpenblitzer, uns beide ein bisschen gestört hat, ist, oder generell was die Erwachsenen stören wird für euch. Die Sitze sind sehr klein, man rutscht sozusagen, wie gesagt, vorhin schon im Video zu einer kleinen Rutsche und die Rückenstütze ist nicht sehr bequem. Deswegen empfehlen wir lieber, fahrt das nicht so oft, sondern fahrt lieber den Kurpfalz-Express. So, und ab und zu nochmal zum Kindergeburtstag. Das fanden wir eigentlich nicht so gut. Wir fanden nicht gut. Wir haben ja mal vor 3 Jahren haben wir das Geocaching ausprobiert. Und sagen wir so, es hat gar nicht funktioniert. Denn wir hatten zwar den Schatz am Ende angezeigt bekommen, aber er war irgendwie nicht da. Und das war das Problem. Und die Koordinaten haben dann am Anfang erst nach Berlin gezeigt und das hat überhaupt keinen Sinn. Das funktioniert halt einfach nicht. Deswegen würden wir euch raten, macht das lieber nicht. Erstellt euch lieber, wenn ihr noch klein seid, erstellt euch lieber selber. Sagt euren Eltern, sie sollen euch einen Schatzplan oder irgendwas einrichten und so, dass ihr das dann selber kreiert, sozusagen. Eure Eltern. Ja, aber wir wissen halt nämlich, wie es heutzutage ist, weil wir halt seit 3 Jahren. Deshalb, wir sind nicht mal auf dem neuesten Stand, sagen wir so. Aber allem in allem sind wir für den Kurpfalzpark. Und wie gesagt, keine Werbung, unsere Meinung. Wir hoffen, euch hat das Video von heute gefallen. Und damit melden wir uns im nächsten Video wieder. Ciao. Viel Spaß. Ciao.